Dazu habe ich mir was besorgt. Und zwar das Dingens hier. Die Arduino-Kamera. Deswegen ja auch Optiken tauschen, weil die. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was da für eine Optik drauf ist. Das ist jetzt nur eine 5 Megapixel. Und zwar habe ich nur drauf geachtet, wie hier die Linse montiert ist. Es gibt nämlich auch diese Module mit 5 Megapixel und 8 Megapixel, wo das Modul mit einem Flachbandkabel auf der Platine drauf ist. Und das ist suboptimal. Hier ist das schon direkt aufgeschraubt. Ich schätze mal, der Sensor ist auch fest verschraubt. Da gucke ich nämlich jetzt mal rein. Gucke ich mal, ob da wirklich der fest verschraubt ist. Ja, genau das meine ich. Da ist der Chip direkt auf der Platine drauf und so wollte ich es haben. Genau so. Gut, bevor der mir kaputt geht, mache ich das nämlich wieder zu. Was habe ich vor? Ja, ich habe mal vor einer ganz langen Zeit, das müsste vorletztes Jahr gewesen sein, habe ich doch mal ein Digitalmikroskop gebaut. Da hatte ich doch die, ja, was war das, Webcam oder was das war, auf so eine Linse von der alten Videokamera drauf geflanscht. So halbwegs. Hat funktioniert. Habe ja ein Video gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich das im Nachhinein noch da oben irgendwo in der Ecke rum. Hat funktioniert. Die Auflösung war aber, war nicht so besonders. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Raspberry Pi Kamera ranbauen. Nun habe ich die Raspberry Pi Kamera. Nun habe ich aber diese Optik nicht mehr. Und den ganzen anderen Gerödel dazu habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Also bauen wir uns das neu. Und da habe ich noch was besorgt bei eBay. Und glaub mir, ich habe es wirklich nur dafür gekauft. Und zwar das Gedöns. Ja, da waren noch zwei Akkus mit bei. Aber die sind, der eine sieht schon sehr bäbär aus. Der hat schon Grünspan. Und der andere hier, was ist denn das hier? Müsste Nickel-Dings da sein. 7,2 Volt. Oder ist das Lithium? Ne, Nickel-Cadmium. Ganz ehrlich, glaubt mir, das Ding will ich gar nicht in Betrieb nehmen. So ein, ich habe da gar keinen Stromanschluss für. Es ist Blaupunkt, es ist 8 mm. Ich hätte eine Kassette für das Ding da, aber Strom will ich da, habe ich jetzt nichts da. Ich will da nichts adaptieren, ich will nichts ausprobieren, ob das Ding noch läuft und wie auch immer. Obwohl 7,2 Volt. Akkupack geht hier oben ran. Minus. Plus. Also haben wir so ungefähr 8 Volt da drauf. Kamera. Operiert. So, 700 mA. Zoomlens, ja, irgendwas macht sie hier. Der Sucher. Ist total unscharf. Ach so, ja, kann ja auch nicht anders. Jetzt bin ich bei VTR. Kamera. Total unscharf. Steht auf Auto, ne? Machen wir manuell. Wo ist denn das Ding hier? Da ist das Ding. Da kann ich mit. Dran. Ja, doch, funktioniert. Also sie funktioniert.
wie gesagt, ich will die eigentlich gar nicht wie kann man die Batterie die Klappe hier aufmachen, da ja, ist hier für 8 mm Film, da habe ich eine Kassette, will ich aber gar nicht erst ausprobieren. Ich habe sie wirklich gekauft zum Auseinandernehmen. Ich will die Linse. Das ist nämlich die, müsste die gleiche Linse sein, wie ich damals schon hatte. Ich hatte doch hier vorne gerade lose geschraubt. Bin ich jetzt doof? Ah, ist ja brutal. War doch gerade lose gewesen. Naja, wie gesagt, das Ding habe ich für 1 € gekauft. Mit Versand 7 €. Insgesamt, die ist zum Auseinanderreißen da. Die will ich gar nicht wirklich benutzen. Fokus, ja. Den Sucher will ich mir ja nochmal ausbauen. Vielleicht haben wir damit noch ein bisschen Spaß. Aber erstmal muss ich das Ding hier auseinandernehmen. Also die anderen Digitalmikroskope, die ich da so gesehen habe, so 200 € und so weiter, nein. Ist mir zu teuer. Mit 2 Megapixel oder 5 Megapixel Sensor, wenn, dann wollte ich schon was um die 8 Megapixel haben, wenn das denn schon so in dem Preiskategorie da liegen soll. Habe ich gedacht, ja, kannst du das auch wieder selber bauen. Hatte ich ja mal gemacht. Nur habe ja leider nicht mehr die Sachen dazu. Und so ein analoges Mikroskop, wo ich da mal geguckt habe. Ach, das kann man so wegziehen. Ein analoges Mikroskop. Ein ganz einfaches 20-fache Vergrößerung. Lag auch schon so knapp über 100 €, wo ich gesehen habe. Es wäre jetzt noch eine Option da, aber im Großen und Ganzen, die Raspi-Kamera, die hat mich jetzt 18 € gekostet. Die Kamera hier, eben diese 8 €. Ich habe einen 3D-Drucker, das wird zusammengeflanscht irgendwie und dann mit einem Raspberry Pi. Habe ich ja auch HDMI-Ausgang und schon habe ich auch mein Digitalmikroskop, sagen wir es mal so, nur damit ihr besser sehen könnt. Für mich selber bräuchte ich eigentlich ein analoges. Wie ist das Kabel hier dran? Doch gesteckt oder bin ich jetzt doof? Ja. So, und das müsste hier auch gesteckt sein. So. Vielleicht funktioniert das Ding hier ja noch als Videorekorder. Ohne den anderen Kram. Packen wir das beiseite. Da war noch eine Schraube. Ich habe noch nicht genug Schrauben. Ein Kabel. Und noch ein Kabel. So. Bedienteile, ja, bla bla bla. Remote Air. Also Kopfhörer. So, ich brauche ja Makro. Der war auf Makro gestellt.
Auch wieder die schönen, ja, die schönen Motörchen da dran. Zwei Stück, ja. So, und dann steckt da die ganze Gedönse hinten dran. Und da kriege ich jetzt, das muss ich jetzt irgendwie auseinandergefriemelt kriegen, aber das ist gelötet, ne? Das ist gelötet, gesteckt. Ich habe das Ding gekauft zum Auseinanderreißen. Was ist das hier? Barista, ja. So, haben wir hier noch mehr Kabel. Nehmen wir das hier ab. Das weiß ich jetzt nicht. Elkos. Tantal-Elkos an Kabel. Wer baut denn sowas? Ja, ich weiß. Blaupunkt. Kein Platz mehr auf der Platine. Oder was? Scheint so. Da war kein Platz mehr auf der Platine. Haben sie das daran gelötet? So kann man es auch machen, ja? War kein Platz mehr auf der Platine, wird das an Kabel gehängt. Oh nö. Also Leute. Die haben eine Rutschkupplung zwischen Filz, dass man die manuell drehen kann, und dann ist das Getriebe. Ja, von wegen richtiges Getriebe. Die sind ja noch anders aufgebaut. Was sind das für... Mit einem Riemen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre besser ausgeführt, aber mit einem Riemen haben die das, treiben die das hier an. So, da ist der CCD. Der müsste aber auch nur seine, was weiß ich, was hat der Fernseher? 500, schieß mich tot mal, 300 und hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Aber das Ding ist dicht, weil noch der hier dicht hält. Und das ist hier so ein, ja... heißen die Motoren, die haben doch einen speziellen Namen. Das hier. Der Linearmotor, genau, wie eine Festplatte, so funktionieren die Dinger. Das ist ein Linearmotor. Zwei Magnetfelder und eine Spule zwischen, beziehungsweise ist hier jetzt zwei Spulen, oben und unten, und ein Magnet in der Mitte, der hier auf und zu macht. So, da. So, und dann muss ich den nämlich da so rüberziehen und dann ist das Ding offen. Und dann ist das Ding wieder zu. Aha, gut. Jetzt ist das Ding offen. Jetzt kann ich da durchgucken, aber da ist irgendwas am Rand. Kann man es sehen? Ich hoffe, man kann es sehen, ne? Da kann man gucken. Und das ist nämlich die Blende hier drin, ne? Gucken wir mal. Machen wir. Da. Wollen wir das sehen? Also die Blende, und die ist ganz zu.
Irgendwas ist da noch. Ach, das ist von der Blende noch direkt. Ich meine, die hatte ich auch rausgebaut, als ich das Ding für meine Zwecke umgebaut habe. Die hatte ich, glaube ich, rausgenommen, die Blende. Weiß ich jetzt gar nicht. Obwohl, der ist hier noch ein bisschen anders aufgebaut, hier hinten. Aber im Grunde ist es dasselbe Objektiv. TV, Zoom, Lens, 9 bis 54mm. 1 zu 1,2. So, machen wir das ab. Die Schrauben darf ich nicht verlieren. Kommt das nämlich? Ja. So. Da. Das ist jetzt schön offen. Man sieht da noch was drin. Das funktioniert. Das funktioniert auch gut. Hier kann ich es euch noch mal direkt zeigen. Da. Da geht die Blende auf und zu und da ist noch irgendwie so ein Kunststoffknüppel mit zwischen. Aber die brauche ich nicht. Würde mich behindern. Also nehmen wir die Blende raus. So, raus damit. So, jetzt ist sie raus. Das sind nur so ein paar Teile hier. Dann noch der Ring. Sauber. So. Dann kommt das ganze Ding wieder zusammen und das war so. So war das zusammen. Kann ich wieder zusammenschrauben. So, und dann ist das Ding offen. Und dann ist das für mich benutzbar. Und dann kommt da nachher. Wo ist sie denn jetzt hier hin? Kommt die nachher der Linsenhalter Gedöns ab und dann da so drauf kommt dann der Sensor dahinter, wo hier der große Sensor saß. Hier das Ding, weiß nicht, ob ich das Ding noch mit drauf packe und das könnte sogar. Nee, passt nicht ganz von der Breite her, aber es könnte eventuell sogar hinhauen. 240, 1000, 120 sind 2, also 4 Minuten. Müsste theoretisch ausreichend sein, um hier im Großen und Ganzen, das Bild ist jetzt hier, das ist natürlich doof. Kriege ich das so hin? Ja, so sollte das hinhauen. Und oh, schau mal eine an. Schau mal eine an, da ist schon mal was zu sehen. Aber ich kriege es nicht scharf gestellt. Ah, da. Da ist doch was zu sehen. Ah, es funktioniert sogar wunderbar. Seht ihr das? Ein Mikroskop, aber allerdings. Kann man da nicht noch ein bisschen weiter weg, dass man da ein bisschen Platz hat? Wie war das? Oh ja, da kann ich aber ganz schön weit weggehen. Oh ja. Und dann kann man das hier mit scharf stellen, ne? Nö. Damit nicht, aber damit kann man scharf stellen.
Und die Schraube. Tatsächlich. Wenn ich jetzt mit dem Sensor noch weiter weggehe, müsste ich ja noch dichter gekommen sein. Wo ist die Schraube? Da ist die Schraube. Von oben. Ja, das ist jetzt nicht perfekt, weil das hier jetzt alles nur so provisorisch gehalten. Geht das nicht von der Seite besser? Ne, es ist ja auch schief, muss ich ja mal anders machen. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ein Messer. Wo ist die Schraube? Da ist die Schraube. Dazu noch eine vernünftige, schöne Beleuchtung dazu. Dann sollte das doch funktionieren. Ah, okay. Ich muss mal was. Ich muss erstmal überlegen, wie ich mir da eine Dings einbaue. So schnell. Nicht ein Dings. Dings konstruiere. Ein Halter für die Kamera hier. Ja, ein Halter für die Kamera hier. Gut, aber das haut hin. Das haut hin. Raspi machen wir einfach aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit dem 3D-Drucker mache. Bleibt da mal liegen. So. Also wir haben das Ding auseinandergeruppt. Dann kann ich das ausmachen. Kann ich das wieder so machen, aber jetzt ist das Bild schon wieder verkehrt rum. Um 180 Grad drehen, so passt das. So. Ja. Gut. Also muss ich mir was ausdenken, wie ich hierfür mir ein Halter für die Raspi-Kamera zusammen friemel für den 3D, für den 3D-Drucker. Muss ich mal gucken. Muss nicht fest. So, dann habe ich schon mal mein Objektiv dafür. Kann dann zoomen. Die Schraube, die wird dazu. Ja. Thank you.